Und um diese stumpfen Parolen, da drehte sich auch wieder eine Demo im Südpark in Halle-Neustadt. Wieder einmal stand am Sonntagnachmittag der Südpark im Mittelpunkt des Geschehens. Bekannte anhaltende Spannungen im Viertel zwischen Einwohnern und einigen Zuwanderern waren der Grund für die Organisatoren der Montagsdemonstrationen, hier eine Kundgebung durchzuführen. Redner Sven Liebig schlug dabei eher die lautstarken Töne an und übte vor allem auch reihenweise Kritik an die Stadtverwaltung und Oberbürger. Bürgermeister, es sei unerträglich, wie man diese Stadtprobleme bezüglich Südpark dort herunterspiele, so Liebig. Unlängst gab es dazu auch eine dortige Bürgerversammlung und es wurde sich dabei auch mal Luft gemacht gegenüber der Rathausspitze. Wir urinieren auf die Straßen, Stuhlen auf die Straße, auf unsere Spielplätze. Unsere Spielplätze sehen aus. Scheiß auf so einen Scheiß-Spielplatz, Entschuldigung, das ist wirklich so. Weil es wird eh alles nur ruiniert. Und ich habe festgestellt, die Ausländer, die zu uns kommen, ob das Flüchtlinge oder Roma oder sonst was ist, kennen alle ihre Rechte, aber die kennen keine Pflichten. Und das wäre meine. Halles Stadtoberhaupt Bernd Wiegand versprach hier den Einwohnern, bei auftretenden Problemen mit Maßnahmen im Viertel ab sofort schneller einzugreifen. Wir wollen stärker präsent sein mit unserer Polizei und mit unseren Ordnungskräften, um viel mehr aufzunehmen. Wir werden einen mobilen Einsatzwagen bereitstellen, wo, wenn tatsächlich Vorfälle sind, Anzeigen auch unmittelbar auch abgegeben werden können. 6 Tage nach dieser Bürgerversammlung versammelten sich im Südpark Demonstranten des Bündnisses gegen Rechts, um gegen einen Aufmarsch der Rechten zu demonstrieren. Die wollten durchs Viertel ziehen. Aber zurück zur Kundgebung am vergangenen Sonntag. Dort wurde rechtes Gedankengut beiseite gelassen. Immer wieder wurden die Reden durch anhaltenden Beifall der Einwohner unterbrochen. Also, es war Wiegands Beschlussvorlage, gegen die die Stadträte selbst votiert haben, weil sie sehen, dass mit dieser Beschlussvorlage ein soziales Ghetto entstehen wird. Wiegand lügt immer in solchen Dingen. Donatus Schmeter, einer der Organisatoren, versuchte im Gegensatz zu Liebig sachlich die vehementen Probleme im Umgang mit dem Südpark anzusprechen. Auch eine Einwohnerin untermauerte anschließend diese mit erlebten Vorkommnissen. Die Intention ist erst einmal, dass sich die Bürger hier mal offen auch äußern können, zumindest jeder, der möchte. Es sind ein paar Leute auf mich zugekommen und haben mir ihre Geschichte erzählt. Sie wollten es nicht am Mikrofon machen, aber einfach auch mal ein Sprachrohr zu sein für die Bürger hier, aber auch mal die Missstände mal offen anzusprechen. Und zwar eben nicht unter Zensur, wie man das bei der Bürgerversammlung gehabt hat, dass also schon eine Einlasskontrolle stattgefunden hat und wirklich nur Bürger aus dem Umkreis hier dazugelassen wurden. Also es wurde versucht, hier ein bisschen die Öffentlichkeit außen vor zu lassen. Und wir wollen das hier auch mal ein bisschen öffentlicher machen, für jeden zugänglich. Die Polizei überwachte jedenfalls auch diese Veranstaltung mit einem entsprechenden Aufgebot. Zu schlechte Erfahrungen habe man schon in der Vergangenheit bei ähnlichen Versammlungen gemacht. Hier ging es aber den Organisatoren nach ihren eigenen Aussagen ganz allein um die Südpark-Problematik. Mal ganz ehrlich, der Südpark war vorher schon ein Problemviertel. Jetzt hier Menschen, die tatsächlich auch erst einmal integriert werden müssen, hierher zu bringen und damit hier in ein Pflaster zu bringen, wo die Menschen an und für sich auch, vielleicht doch mit den fremden Kulturen erstmal noch nicht umgehen können. Das konnte einfach nur zu einem Knall kommen. Man hat ja wirklich scheinbar hier nicht versucht, die Situation vorher vorzubereiten. Also das heißt, genügend Kindergartenplätze zu schaffen, genügend Schulplätze für die Kinder zu schaffen. Also das heißt, hier wurde nicht dafür gesorgt, dass die Menschen, wenn sie hierher kommen, aber auch eine Perspektive haben. Davon abgesehen, dass die Bürger, die hier schon leben, ja auch schon zum größten Teil perspektivlos sind. Und zwar manchmal schon seit mehreren Generationen. Es gab natürlich auch andere Meinungen und Haltungen dazu. Das Bündnis gegen Rechts war mit einer Fahrraddemo ganz in der Nähe stationiert, an der Bushaltestelle Südpark. Dabei wurde vor allem auf die rechtsextreme Vergangenheit von Liebig hingewiesen. Sie steuerten anschließend die Kundgebung an, wo Liebig auftrat, der ja dort vor allem auch den OB Bernd Wiegand in seiner Arbeit rund um den Südpark bemängelte. Könnt ihr den direkten Dialog suchen, ob das vielleicht besser ist? Fragezeichen. Mit dem Herrn Wiegand direkten Dialog suchen. Also ich glaube nicht, dass das zu irgendetwas führt, weil der Herr Wiegand
Er ist ein Teil des Systems. Wir wissen, wo seine Aufgaben liegen. Seine Sprache ist Political Correctness und so kommt man nicht weiter. Also man muss offen und ehrlich und anständig miteinander reden und zwar von Mensch zu Mensch und nicht über diese komische Sprachbarriere der Political Correctness. Das funktioniert so nicht. Und ich denke auch nicht, dass da irgendwie eine Umkehr gewünscht ist. Wenn eine Umkehr, die wir uns vorstellen, die würde bedeuten, dass der Herr Wiegand sich komplett gegen das System stellen müsste. Und das wird er nicht tun, denn er partizipiert von diesem System. Er hat sich hier eingerichtet, wie jeder Politiker, muss man dazu sagen. Und von daher kann man da auch keine Änderungen erwarten. Also das haben wir schon aufgegeben. Im Südpark besteht zweifellos Handlungsbedarf. Die Anwohner möchten mit ihren Sorgen bei den Politikern erhört werden, aber auch spürbare Maßnahmen sehen. Und das möglichst schnell.